Der Interaktionsbereich in der Lernplattform dient dazu, entweder mit den anderen Lehrveranstaltungsteilnehmerinnen und Teilnehmern beziehungsweise mit den Lehrveranstaltungsleiterinnen Kontakt aufzunehmen, Informationen zu verteilen, Fragen zu stellen und so weiter. Wenn man das erste Mal auf den Interaktionsbereich geht, sieht man mal grundsätzlich den Bereich, in dem die Interaktionen angezeigt werden und die Interaktionen, die gerade verfügbar sind. Wir sehen hier bereits zwei Interaktionen jetzt aus einem anderen Kurs, aus dem Pro-Seminar CE im Semester, Sommersemester 2019. Die mit unterschiedlichen Icons gekennzeichnet sind, die mit diesen eckigen Sprechblasen sind öffentliche Interaktionen, bedeutet, dass hier sämtliche Kursteilnehmerinnen automatisch inkludiert sind. Die mit den runden Interaktionen sind, mit den runden Sprechblasen sind private Interaktionen, bedeutet, dass hier nicht automatisch sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer inkludiert sind, sondern nur Ausgewählte. Wie das zu verstehen ist, dazu kommen wir dann gleich. Ich schaue jetzt einmal hier auf eine öffentliche Interaktion. Es gibt immer mindestens eine öffentliche Interaktion, die auch von den Lehrveranstaltungsleiterinnen und Lehrveranstaltungsleitern verwendet wird, um Informationen zu posten. Grundsätzlich ist immer ganz oben das neueste Posting. Wenn ich hier was eingeben würde, was ich jetzt nicht tue, damit ich nicht sämtliche Teilnehmerinnen über eine neue Nachricht in Kenntnis setze, dann würde die ganz oben erscheinen und alle anderen Benachrichtigungen rutschen nach unten. Wir sehen hier, wie alt das Posting bereits ist und wir erkennen auch, dass dann alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit haben, auf das Posting zu antworten. Wir haben also grundsätzlich eine lineare Timeline von unten nach oben mit dem aktuellsten ganz oben. Wenn aber Bedarf besteht, zu einem Posting nachzufragen, dann würde man auf dieses direkt antworten, damit die Zuteilung oder die Zuordnung zu diesem Posting, worauf sich die Frage dann eben bezieht, noch klar ist. Wir sehen hier, welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diese Interaktion sehen können. Und wir sehen, dass die private Interaktion, hier draufklick, dass die private Interaktion im Moment nur für mich sichtbar ist. Die private Interaktion existiert auch immer, und zwar immer nur mit einem oder einer selbst als Teilnehmerin oder Teilnehmer. Das heißt, hier hat man genauso wie da vorne, es ist tatsächlich auch die gleiche Interaktion, die Möglichkeit, sich selbst Notizen zu machen, ohne dass das für jemand anderen sichtbar ist. Wenn man jetzt eine konkrete Frage hat, die man vielleicht in einer Gruppe diskutieren möchte oder den Lehrveranstaltungsleiterinnen direkt stellen möchte, ohne dass das alle mitbekommen, dann würde man hier eine neue Interaktion anlegen. Also ich mache hier eine neue Interaktion. Dieses geschlossen bitte nicht setzen. Geschlossen bedeutet nur, dass diese Interaktion noch nicht verfügbar ist, dass man sie also vorbereiten könnte. Ist eher eine Funktion für Lehrveranstaltungsleiterinnen und Lehrveranstaltungsleiter. Das heißt, dieses Hackerl irrelevant. Das Hackerl öffentlich wird eben genau das machen, was es auch sagt, nämlich sämtliche Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer hinzuzufügen. Ich setze beide nicht, das heißt, es ist grundsätzlich mal eine private Interaktion, die ich jetzt angelegt habe. Ich sehe, dass hier jetzt nur ich inkludiert bin und könnte hier mit Klick auf dieses Bearbeiten-Zeichen, auf diesen Stift, jetzt beliebige andere Teilnehmerinnen des Kurses hinzufügen. Umgekehrt also quasi, wenn ich Lehrveranstaltungsleiterinnen eine Frage stellen möchte, dann würde ich eine private Interaktion anlegen und diese dann der Interaktion hinzufügen. Wenn ich das speichere, dann sehe ich jetzt, dass ich diese Personen inkludiert habe und würde ich jetzt was posten, dann würden diese Personen auch benachrichtigt werden, dass es ein neues Posting in dieser Interaktion gibt. Benachrichtigung bedeutet, dass für jedes Posting, das abgesetzt wird, eine E-Mail ausgesendet wird, dass ein neuer Inhalt verfügbar ist, inklusive des Textes der Benachrichtigung, sodass man nicht immer direkt in die Lernplattform reinschauen muss, sondern das auch direkt im E-Mail nachlesen kann.
Wenn ich jetzt was poste hier, dann wird es auch live direkt an alle Teilnehmerinnen der Interaktion verteilt. Das heißt, man kann diese Funktion grundsätzlich auch als Live-Chat-Funktion verwenden. Das ist doch nicht nur zur asynchronen Kommunikation, sondern auch zur synchronen Kommunikation verwendbar. Und wir sehen jetzt hier diese Logik, dass ich auf Postings antworten kann und die dann in diesem Kontext bleiben. Und wenn ich einen neuen Post ganz oben ansetze, starte ich quasi einen neuen Thread, die alle unter diesem privaten und dieser privaten Interaktion Test angeführt sind. Ankündigungen ist davon noch unberührt. Wenn ich mich vertippt habe, kann ich Postings im Nachhinein auch bearbeiten oder löschen. Diese Teilen-Funktion, die dient dazu, Postings in anderen Interaktionen zu posten. Markieren ist wieder nur für Kursadministratorinnen oder Administratoren verfügbar und fügt den Content diesem gesammelten Inhaltebereich hinzu, den wir hier auch sehen. Gut, so viel zu Interaktionen. Wichtig bitte, sich zu merken, wenn man in eine öffentliche Interaktion postet, dann löst man damit auch E-Mails an sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus und sendet also potenziell in großen Kursen 150 E-Mails durch dieses Posting. Das heißt, sich immer zu überlegen, ob eine Frage wirklich für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer relevant ist oder ob es nicht sinnvoller ist, sich eine private Interaktion anzulegen und das nur ausgewählten Kolleginnen oder Kollegen oder den Lehrveranstaltungsleiterinnen mitzuteilen.